Servus Leute, willkommen zurück zu Planescape Torment. Ich hatte diese Frau, Drusilla, oder? Drusilla hat dich schon angesprochen, da ich hier nicht mehr wegkomme. Von der ersten Unterhaltung. Oh. Das ist blöd. War ich denn da? Gott. Oh Gott! Hilfe! Irgendwohin. Lass mich mal gucken. Verschwindende Leiche. So, ich hätte nur reingehen müssen. Ah, müssen die mich jetzt für mich verfolgen? Moment. Könnt ihr. Aua, irgendjemand hat Aua gerufen. Könnt ihr euch nicht gegenseitig verfolgen? Gegenseitig abmetzeln. Böllender Hund? Moment mal. Schläger der ausgehungerten bellenden Hunde. Dieser Mann mit einem irren Blick ist vornüber gebeugt und bellt und heult aus vollem Hals. Sorry. Unter seinem dicken, glanzlosen Haar kannst du ein paar merkwürdige Tätowierungen sehen. Von schreienden Gesichtern bis zu bizarren geometrischen Formen ist anscheinend alles vorhanden, auch irgendwelche Verszeilen. Er ist fast nackt, doch die ihn bedeckende Schmutzschicht lässt ihn anständig wirken. Aha. So, du, es bricht in ein lang verzweifeltes Geheul aus. Das mache ich mal. Der Mann wirbelt darum, als er dein Jaulen hört, grinst schief und wirft seinen Kopf zurück, um mit dir zu jaulen. Ein paar Momente später hört er auf und beginnt wieder herumzuspringen, zu knurren, zu bellen wie ein wilder Hund. In dem Fall seine fletschende Zähne. Das Bellen des Mannes endet in einem Knurren und er springt dich an. Und auf diese sterben möchtest, Wolfsmensch. Okay, Attacke, los, Mord! Oh Gott! Wo war das I? Inventar. Du sollst es verwenden. Ja, geil. Halt ja so viel und vor allem die anderen Schläger kommen noch. Haut ihn! Oh Gott! Ich gehe ja schon! Gegen so viel komme ich nicht an! Jetzt habe ich mein Zeug verschwendet, verdammt. Wisst ihr was, das war einfach ein blöder Start. Ich gehe nochmal zurück in die Bar. Ja. Willkommen, das schöne Leiche. So. So, jetzt haben wir wieder einen ersten Text. Also, ich hatte hier nicht gespeichert, ich hatte hier ein Part beendet und ich konnte dann nicht mehr zurück, deswegen bin ich immer nur aufs. Ja, ne, Moment, ich. Nicht schön dran. Ich glaube, ich bin immer aufs Unterste gegangen. Ach, egal. Jetzt können wir mal lesen, nachdem wir schön gefailt haben jetzt. Die Frau hat blaue Flecken im Gesicht und auf den Armen, die gerade am Abheilen sind. Ihre eingefallenen Augen sprechen von verzweifelter Sehnsucht. Sie mag einst sehr schön gewesen sein, doch ist das lange her. Sie dreht sich langsam zu dir um. Ihre Gesichtszüge werden mit Leben erfüllt. Und das boshafte Funkeln in ihren Augen gibt dir das Gefühl, dass dein erster Eindruck von ihr dich vielleicht getäuscht hat. Willkommen in der schwelenden Leiche, Narbengesicht. Wer bist du? Ich bin Drusilla. Und du musst völlig planlos sein. Frag mich nicht, wie ich drauf komme. Man sieht es dir einfach an. Planlos, das denke ich nicht. So. Sieht man also. Antworte mir dann mal ein paar Fragen. Ich will es gar nicht hören. Vor allen Dingen nicht von dir, Schindhand. So. Herr Reisender, was ist dein Weg hier? Suche nach einem Journal. Hast du vielleicht zufällig eins gesehen, oder? Ein Journal? Aber sicher, ich habe nichts Besseres zu tun, als den ganzen Tag nach irgendwelchen Journalen Ausschau zu halten. Nur für den Fall, dass irgendwann ein Narbengesicht in meinen Lieblingsbar kommt und dann erfragt.
Fragst du das jeden, der dir über den Weg läuft? Was für ein faszinierendes Leben. Ja, das frage ich jeden. Das ist ja ein pfiffiges Mundwerk, was? Ja, ein pfiffiges Mundwerk und ein pfiffiges Köpfchen. Ich bin nicht so blöd, wie du vielleicht denkst, Schlucker. Ich hab Köpfchen. Wenn du wirklich so schlau bist, solltest du mir mal fragen. Ja, Reisender. Kannst du mir was über diesen Ort erzählen? Das ist die schwelende Leiche, obwohl der Schwelende noch gar nicht tot ist. Er versucht, sich am Leben zu halten, bis jemand kommt, ihn zu retten. Hier treffen sich Fussel, die Freunde am Leid unserer Leute, Fussel, die Freude am Leid anderer Leute haben. Oder Scheusale. Und es kommen Leute, die sich nichts aus schlechter Gesellschaft machen. Die meisten Dussel bleiben der Bar hingegen allein wegen ihres Namens fern. Wer ist der denn Hab mein eigentlich? Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Der Schatten der Verzweiflung, den du bereits zuvor auf ihr. Achso. Der Schatten der Verzweiflung, den du bereits zuvor auf ihr bemerkt hast, huscht wieder über ihr Gesicht, bevor sie sich fängt. Das ist Ignus, einer der größten Zauberer, die dieses Drecksloch je hervorgebracht hat. Sie haben ihn gefangen und durch ihn hindurch einen Kanal zur Feuerebene geöffnet. Jetzt ist er sozusagen eine Durchgangsstation dafür und hält sich durch pure Willenskraft am Leben. Wenn jemand seine Flammen löschen würde, könnte er wieder leben. Aber so viel Wasser gibt es gar nicht. Irgendjemand sollte auch in der Lage sein, etwas zu finden. Nun gut, kannst du mir vielleicht noch ein paar Fragen beantworten? Ja, was dann begehe? Suche einen Sammler namens Farod. Hast du ihn nicht zufällig gesehen oder von ihm gehört? Farod, kichert sie. Also, Farod! Der König der Sammler. Wahrscheinlich findest du ihn und seine stinkenden Kumpanen in den Mülllabyrinthen am anderen Ende des Stocks. Bin ja gespannt, ob du aus dem was herauskriegst. Er ist ein gerissener Bursche, ein wahrer Teufel. Mülllabyrinth, aha. Das heißt, ich war schon kurz vor Farods Bude und bin dann wieder umgekehrt. Oh Mann. Also schon, werden wir noch ein paar Fragen. Ja, was willst du denn wissen? Wer brennt denn da vorne am Eingang? Der Schatten der. Oh, das kann ich schon. Irgendjemand sollte nerven. So, und was hast du mit ihm zu tun? Okay. In ihrer Stimme schwingt tiefes Leid mit. Ich war Ignus' Geliebte. Und er war mein Liebster. Er liebt die Flammen mehr als ich. Und jetzt ist er das Feuer selbst. Und weil ich ihn liebe, liebe ich die Flammen. Doch das spielt jetzt keine Rolle mehr. Ich warte darauf, dass er sich selbst löscht. Einstweilen verkaufe ich das Wenige, was ich habe, um bei ihm sein zu können. Also schön, da hat er immer Fragen. Ja, was willst du denn? Nee, jetzt schon da noch. Okay, mit Ignis habe ich schon gesprochen, allerdings ist das irgendwie nicht gespeichert worden oder so. Ich rede trotzdem. Ich weiß jetzt nämlich nicht, ob es im letzten Part ist oder nicht. Dieses Knistern der lodernde Wesen dreht sich langsam über einem Eisenrost im Boden der Bar. Es mag einst ein Mensch gewesen sein, doch seine verkohlte Haut hat ihn bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Die Flammen umschlingen seinen Körper wie ein Kranz und verbrennen die letzten noch erhaltenen Fleischfetzen, die daraufhin in Blase schmelzen und wachsam Skelett des Wesens herumgehen. Da habe ich gemacht. So, schau dir ich will in der Leiche genau an. Bläh, ich bewege mich. Die Hitze, die dieses Wesen umgibt, ist unglaublich. Zu deiner Überraschung ist der Eisenrost, über dem das Wesen schwebt, von der Hitze schon ganz verbogen. Zuerst dachtest du, die Hitze käme aus dem Eisenrost. Doch jetzt bemerkst du, dass sie von dem Wesen selbst ausgeht. Du siehst, wie sich auf seinem Körper Asche bildet, die langsam zur Decke emporsteigt. Sei gegrüßt. Das Ding antwortet nicht. Es windet sich langsam in den Flammen. Es lebt aber. Also, es windet sich langsam in den Flammen. Es lebt, aber seine ganze Wahrnehmung scheint auf das Feuer konzentriert. Seine Haut ist eine Flamme, sein Herz ist eine Flamme. Und irgendeine entfernte Windung deines Gehirns sagte, dass dieses Wesen gefährlich ist. Die Kreatur schaue ich mir nicht genau an. Wenn ich erstmal in meinem Geruch gewöhnt ist, ist das gar kein schlechter Platz. Das liegt mir jetzt Schon ein. gut. Okay. Okay, jetzt haben wir. Jetzt können wir uns endlich in der schwelenden Leiche umsehen. Ebknarkni, Alias, Gnadentötergast, Dacron. Okay, mit wem rede ich zuerst? Ebknarkni. Ich glaube, das könnte lang dauern hier.
Du siehst einen leicht gebeugten alten Mann mit einem grauen Vollbart und einer Löwenmähne von grauem Haar. Er trägt einen Schulterschützer als Rüstung und behält einen Helm in seiner Nähe. Er raucht eine Pfeife und trägt einen Tabakbeutel an seinem Gürtel. Er sieht ganz schön stark aus, aber er ist ein wenig plump und scheint auch leichte Atemprobleme zu haben. Ne? Ich brauche eine alte Stimme. Ne, du! Bist ja ein Anblick, Jüngchen! Ich habe noch nie einen dermaßen mit namengepflasterten Kerl gesehen. Das sieht ja aus, als ob du einen Narbenmantel trägst. Wo bist denn gewesen? Hast du in einem Mähdrescher herumgehangen? Er lacht. Oh, ich mag nur Spaß, Jüngchen. Ich mein's nicht böse. Und ich hoffe, du verstehst mich nicht falsch. Ich bin Epp. Er streckt seine Hand aus. Oh, den mag ich jetzt schon. Sei gegrüßt, Epp. Er drückt dir fest die Hand. Oh, ich entschuldige mich für meine unverschämten, ungerechten Worte. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel. Kann ich dir vielleicht was zu trinken spendieren, um die Sache zu bereinigen? Ey, der ist so geil. Warum nicht? Gut so, Kumpel. Warte. Er steht auf und geht zum Tresen. Kurz darauf kommt er mit zwei gefüllten Krügen zurück. Für dich, Kumpel. Trink. Er selbst nimmt einen großen Schluck, zieht an seine Pfeife und sagt: Was kann der alte Epp an diesem schönen Tag in Zivil für dich tun? Ich hätte da ein paar Fragen zu diesem Mord. Oh, so, ist das wieder viel. Aber egal. Oh, so siehst du auch aus. Ich meine, man sieht dir an, dass du nicht aus dieser Gegend kommst, Kumpel. Du siehst ein bisschen zu anders aus für einen echten Einheimischen. Epp kichert und nimmt noch einen Schluck. Nun, was kann ich für dich tun, Junge? Soll ich dir etwas über die Gegend erzählen? Epp zwinkert dir zu. Wer bist du? Epp Knallknie, dritter Rang des Harmoniums, mittlerweile im Ruhestand. Als Schlepper arbeite ich nur noch mit meiner Stimme, da ich nicht mehr so gut zu Fuß bin wie vor 20, 30 Jahren. Er kichert. Nun, Kumpel, wer bist du und in welche Schwierigkeiten steckst du? Dritter Rang des Harmoniums. Wow, das. Okay, mit App könnten wir viel Text haben. Mit ernster Miene und stolz geschwellter Brust sagt App: Jawohl, dritter Rang des Harmoniums. Seine Anspannung lässt etwas nach. Habe jedoch seit vielen Jahrzehnten keinen Dienst mehr geleistet. Den Federkiel zu schwingen war nicht ganz mein Ding nach den ganzen Kämpfen und Schlachten, die ich durchgemacht habe. Deshalb beschränke ich mich darauf, zu beobachten, was im Stock passiert und helfe, wo ich kann. Und du siehst aus, als könntest du Hilfe gebrauchen. Steckst du in Schwierigkeiten, Kumpel? Was für Kämpfe und Schlachten warst du denn? Boah. Epp rollt mit den Augen. Es waren so viele, dass ich mich gar nicht an alle erinnern kann. Naja, beinahe jedenfalls. Ich habe allzu lange Blutkrieg, diesen stümperhaft geführten Krieg der Lügen auf Terras und viel zu lange im Krieg der schwarzen Jahrhunderte gedient. Epp beginnt die Kriege lautlos an seinen Fingern abzuzählen. Ach ja, dann waren da noch der Drei-Ebene-Krieg und so viele andere. Sogar am Befreiungskrieg des Harmoniums habe ich teilgenommen. Außerdem war ich in der Stadtwache von Sigil. Viele meinen, dies sei der gefährlichste Auftrag von allen. Er lacht laut als. Der Gedanke an den Blutkrieg bohrt sich wie ein, bitte. Der Gedanke an den Blutkrieg bohrt sich wie ein eiskalter Dolch in dein Herz. Erzähl mir mehr über den Blutkrieg. Ohne deine Reaktion zu bemerken, seufzt er. Ja, der Blutkrieg, die gefährlichste Familienfehde, die sich je auf dieser Seite des Urschleims abgespielt hat. Ein Haufen bösartige Scheusale auf der einen Seite, ein Haufen kriegshetzerische Scheusale auf der anderen. Die Schöpfung selbst hat diesen Krieg entfacht und seitdem hacken sie aufeinander ein. Zwei Parteien von Scheusal, die sich bekriegen, was? Ja, genau, die Tanari. Diese brutalen Mörder, die nur an sich selbst denken, und die Kriegsmaschinerie der Batezu, die für Recht und Ordnung unter den teuflischen Gesetzen kämpfen. Das ganze Durcheinander greift von Zeit zu Zeit auf die anderen Ebenen über und vermischt das Leben im gesamten Multiversum. Verstehe, ich hatte noch ein paar Fragen. Was ist das, ein Kumpel?
Kennst du jemanden mit dem Namen Farod? Farod? Er brutzelt die Stirn und nimmt seine Pfeife aus dem Mund. Was kannst du wohl von einem Düssel wie Farod wollen? Ich glaube, ich kannte den Firma. Ich glaube, er hat mir ein paar meiner Sachen gestohlen. Mich zu interessieren. Ich glaube, er hat ein paar meiner Sachen gestohlen. Oh, daran zweifle ich nicht, mein Freund, grummelt Ed und kaut dabei an seiner Pfeife. Dieser widerliche Kerl krallt sich alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Eigentlich müsste er dem Prädestinat angehören. Raffgierig wie er ist. Wenn man ihm den kleinen Finger gibt, will er gleich die ganze Hand. Was weißt du über ihn? Boah, viel Text. Ich weiß sicher nicht alles, was es über den alten Farod zu wissen gibt, aber ich kenne ein wenig von dem Dunkel über ihn. Wenn du vielleicht wirklich entschlossen bist, den Kerl zu finden und ihn dir vorzuknöpfen, dann erkläre ich dir besser, wie, mit wem du es zu tun hast. Er hält kurz hin und stopft seine Pfeife. Farod hat sein Quartier vor nicht allzu langer Zeit am Lumpensammlerplatz aufgeschlagen. Ein paar Sammler und andere Gesocks um sich geschart und eine Art Sammlerbund ins Leben gerufen. Wie dem auch sei. Wo kann ich ihn finden? Ich weiß eigentlich schon, was, aber ich will trotzdem einen Text sehen. Wenn du Fahrrad suchst, mein Freund, was nicht besonders klug von dir ist, bist du hier falsch. Zieh dich am besten auf den Lumpensammlerplatz um, wo Fahrrad angeblich seine Absteiger hat. Wo genau, weiß ich nicht, obwohl ich den Ring ziemlich gut kenne. Ich glaube, Fahrrad will nicht, dass man das Dunkel über seinen Aufenthaltsort erfährt. Wenn du Fahrrad unbedingt finden willst, dann geh zum Lumpensammlerplatz und versuch Farods Aufenthaltsort von einem der Anwohner zu erfahren. Aber sei vorsichtig. Auf dem Platz gibt es mehr als genug Leute, die dich schneller zu Blutwurst verarbeiten, als du es dir vorstellen kannst. Nochmal fragen. Ja, was siehst du denn? Ich vermisse ein Journal. Boah, das ist ja eine richtige Infobox hier. Du vermisst ein Journal? Stand es aus mehr als nur Seiten und Wörtern? Wenn nicht mehr dahinter steckt, kann ich mir nicht vorstellen, warum die Leute ein so großes Aufheben um ein paar Buchstaben machen. Hier macht man sich nicht viel aus Büchern und Gelehrsamkeit. Keine Ahnung, wo du so ein Journal finden könntest. Ed zieht an seiner Pfeife und schnalzt plötzlich mit den Fingern. Ich kann nicht schnipsen. Verdammt. Müsste ich mit der Zunge. Ich kann es nicht. Ich kann überhaupt nicht schnipsen. Aber wenn Farod derjenige ist, der dich von den Straßen Sigils aufgesammelt hat, dann kennt er vielleicht auch das Dunkel darüber, wo dieses Ding steckt. Wahrscheinlich hat er es in irgendeiner Truhe versteckt. Als Toter bist du in der Regel machtlos, wenn ein Sammler über deine Leiche stolpert und es auf deine Sache abgesehen hat. Erzähl mir was über Farod. Oh, schon wieder? Kann ich ihn finden? Du wirst verarbeiten. Hä? Irgendwie hat sich das jetzt wiederholt. Naja, egal. Wer bist du? Das hatte ich schon. Was ist das für ein Ort hier? Du bist in der Bar zu schwillen, ein Leiche, Kumpel. Es gibt bessere Kneipen, aber diese hier hat ihren eigenen schlichten Charme. Erzähl mir über die Gäste hier. Wow. Hoppla. Der ist ja echt eine Infobox. Nun, da werden noch O, der von sich behauptet, keine Person, sondern ein Buchstabe zu sein. Ein paar Gnadentöter, die auf einen Verbrecher warten. Zwei Abishai auf Fronturlaub. Blutkrieg. Der Gießerei da drüben, der dich aus der Ferne beobachtet. Nichts Ungewöhnliches für neugierige Schleifer wie dieser. Und Alias. Ein planloser Jugendstund, dessen Hosen ein bisschen zu eng sind. Wenn du verstehst, was ich meine. Wenn du Auskünfte über die Ebenen brauchst, sprich am besten mit Kantran Griesgram, der kennt sich aus. Er ist die schwelende Leiche da hinten. Ach die! Oh nein, Kumpel, das ist keine Leiche. Kein Totbüchler. Soweit wir wissen, lebt der alte Ignis auf seinem Grill noch. Er prunzt die Nase. Er riecht manchmal ganz schön übel. Ich habe immer meine Pfeife parat, damit sein Gestank mir nicht in die Nase steigt. Er kichert. Ist er dorthin gelangt? Ed zieht an seine Pfeife, als überlege er noch, wie er den nächsten Satz formulieren soll. Nun, mein Junge, der gute Ignus hatte nicht wenige Probleme am Hals und ein paar teuflische Zaubertricks auf Lager.
Eine gefährliche Mischung, wenn du verstehst, was ich meine. Er zieht dann seine Pfeife und lässt Rauchwölkchen nach oben steigen. Er spielt gern mit dem Feuer. Er begann Häuser und sogar Menschen anzustecken und ziemlich viel Unheil zu stiften. Und? Boah. Nun, das meiste davon hat sich im Stock abgespielt und ich gebe offen zu, dass der Stock in Harmonium nicht gerade dafür bekannt ist, dass dort Recht und Ordnung herrscht. Er blickt etwas verschämt rein. Es sieht so aus, als hätten wir versagt. Scheinbar wird unsere Anwesenheit hier besonders dringend gebraucht. Also haben sich die Zauberkundige entschlossen, ein bisschen Selbstjustiz auszuüben. Ein paar Kaffeesatzleser, Hüttenzauberer und Hexen haben sich also versammelt und einen Zauber ausgesprochen, der sprichwörtlich für Gerechtigkeit sorgte. Ed zeigt mit der Pfeife auf Ignis. Jetzt brennt er hier vor sich hin. Aber er lebt noch, was sie sicher nicht einkalkuliert hatten. Ich hätte noch ein paar Fragen. Erzähl mir über Sigil und seine Umgebung. Boah. Irgendwie ist App total genial. App lacht lauthals. Du gibst wohl nicht so leicht auf. Was? Wenn du wissen willst, was außerhalb der Stadt liegt, dann sprich mit Kandrian Grisgra. Er ist hier der Weltenbummler. Ich kann dir aber was von der Dame erzählen. Oder von den Dabus, den Schlüsseln und Portalen. Oder davon, wie die Zeit gemessen wird und die Stadt angelegt ist. Was willst du wissen? Wissen alles? Erstmal die Dame. Gut. Nun, nur wenige wissen etwas über sie. Und selbst die, die mehr als nur ein wenig wissen, wissen nicht viel. Gumpel. Sie ist wahrhaftig ein Rätsel. Und wenn du ihr begegnen solltest, die Mächte mögen dich davor bewahren, wirst du sehen, dass sie still und tödlich ist. Und ich wette, gegen die Dame müssen wir irgendwann noch kämpfen. Soviel ich weiß, ist sie nicht bösartig, aber sie bewahrt das Dunkel über sich und regiert mit eiserner Hand über Sigil. Niemand konnte bisher ihr Geheimnis lüften, ohne zur Strafe in die Irrgänge geschickt zu werden. Erzähl weiter. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass du ihr begegnest. Es sei denn, du stellst das Schlimmes an. Verletzt viele Leute, tötest deinen Davos, stellst die Herrschaft der Dame in Frage, betest sie an, was sie überhaupt nicht mag, oder störst deinen Davos bei der Arbeit, der vielleicht die Arbeit der Dame verrichtet. Sie anbeten, okay, das mag sie überhaupt nicht. Wenn du Glück hast, hast du nur die Gnadentöter am Hals. Doch wenn sie selbst kommst, stirbst du, sobald ihr Schatten auf dich trifft, auf dich fällt. Was hast du damit gemeint, dass sie... Nee, erzähl mir weiter. Nun, so viel wir wissen, kann die Dame in Sigil so gut wie alles tun, Kumpel. Sie kann die Stadt vergrößern oder verkleinern, neue Tore richten oder alte versiegeln lassen, verhindern, dass der Blutkrieg auf die Straße übergreift oder Menschen in der Stadt strömen, und sie kann die Mächte fernhalten. Ja. Was hast du damit gemeint, dass sie in ihr Garten geschickt werden? Er ist irgendwie geil, weil er redet viel. Keine Ahnung. Ja, dorthin werden manchmal Leute geschickt, um sie unschädlich zu machen. Die Dame nimmt einfach ein Stück von Sigil, stimmt es um und macht einen Irrgarten daraus. Dann landen alle, die ihr in die Quere kommen, und verfaulen. Er zieht an seiner Pfeife. Sobald der Blick der Dame auf dich fällt, kannst du deinem Schicksal nicht mehr entkommen. Sie wird dich kriegen, egal wie gerissen du bist. Wenn du eine Gasse entlang gehst, durch ein Tor gehst oder links in eine Straße abbiegen willst, in der du schon viele Male warst, findest du dich plötzlich an einem Ort wieder, den du nicht kennst. Die Irrgänge sind allerdings nicht ausbruchssicher. Einen Ausgang gibt es immer. Ein Portal, das die Dame irgendwo platziert hat. Man muss nur wissen, wo es sich befindet und wie man es benutzt. Noch ein paar Fragen über Sigil. Was möchtest du wissen? Dame. Jetzt mache ich nochmal mit, wer sind die Mächte? Erzähl mir weiter. Wer sind die Mächte? Damit sind Götter gemeint, Kumpel. Und auf den Ebenen gibt es jede Menge davon. Er zieht an seiner Pfeife. Sie können jedoch nicht nach Sigil kommen. Die Dame schafft es irgendwie, sie fernzuhalten.
Wie sie das macht, weiß keiner. Wie dem auch sei, sie hat Sigil davor bewahrt, ein Spielball fremder Interessen zu werden. Eine Erfahrung über Sigil. Davos. Ich weiß schon, wie ich die Folge nennen werde. App Knarknie. Ja, diese winzigen Männchen, die durch die Gegend schweben und in Symbolen sprechen. App lacht. App lacht und ich muss gehen. Verdammt. Gar nicht so einfach, was? Die Davos sind so eine Art Verwalter und Arbeiter der Dame. Sie tun alles, was die Dame ihnen befiehlt. Sollten sie Gils aber bessern Mauerwerk aus, reißen alte Häuser ab oder bauen neue auf, errichten Portale und riegeln sie ab und so weiter und so fort. Wenn du sie bei ihrer Arbeit störst oder gar einen tötest, siehst du rasch die Zorn der Dame auf dich. Okay. Mehr über Sigil, Davos hat dich schon. Erzähl mir was über die Zeit in Sigil. Hier in Sigil messen wir die Zeit an der Helligkeit des Himmels. Anders als in den meisten Welten gibt es hier weder Sonne noch Mond, sondern nur diesen ewigen Dunst, der in regelmäßigen Abständen heller und dunkler wird. Was die meisten Leute als Mitternacht bezeichnen, heißt bei uns Tiefstand. Mittag heißt Hochstand, alles beruht auf Hochständen und Tiefständen. Jetzt weißt du, was gemeint ist, wenn jemand von 5 Stunden nach Hochstunden spricht. Okay, 5 Stunden nach Mittag oder so. Wie ist die Stadt angelegt? Tut mir leid, wenn ich viel lesen muss, muss ich viel gehen. Das wird jetzt in diesem Part wahrscheinlich öfter passieren. Puh, jetzt muss ich erstmal meine Kehle befeuchten. Er hebt seinen Krug und trinkt. Das muss ich jetzt auch. So, Kehle befeuchtet. Die Stadt schwebt über einer unendlich hohen Säule. Sigil liegt auf der Seite wie ein ausrangiertes Wagenrad, was allerdings keine Speiche besitzt, die es mit der Säule verbindet. Sigil ist in 6 Bezirke unterteilt, von denen jeder seine eigene Funktion hat. Wir befinden uns im Stock. Ich glaube, der Stock dient allein dazu, dass die anderen Bezirke der Stadt sich von diesem Elendsviertel abheben und dadurch prächtiger erscheinen können. Er lacht. Die Bünde jener philosophischen Kreisen oder Banden, wenn du diesen Ausdruck bevorzugst, teilen sich die Verwaltung der Stadt untereinander auf. Ist einer Bünde angehört? Erzähl weiter. Die Stadt wird auch als Kreuzung der Ebenen, Stadt der Tore oder der Käfig bezeichnet. Man sagt, sie besäße Tore zu allen anderen Orten. Alle möglichen Gestalten kommen hierher, um Handel zu treiben, um sich hier niederzulassen oder sich für die nächste Etappe ihrer Reise zu stärken. Das jedenfalls ist die Kurzfassung. Wenn du mehr wissen willst, musst du den Ort auf eigene Faust erkunden. Sagt das etwas im Portal? Sigil wird auch die Stadt der Tore genannt, weil es hier an allen Ecken und Enden Portale gibt, Kumpel. Diese Portale sind wie Tore zum Multiversum, doch sie sehen nicht so aus wie Tore. Jede begrenzte Fläche kann ein Portal sein. Ein Fenster, eine Tür, ein Schlagloch, ein Bilderrahmen, ein Fassreifen, ein Gerüst, ein Schrank. Man braucht nur den richtigen Schlüssel, um das Portal zu öffnen und gelangt an irgendeinen anderen Ort des Multiversums. Was die Schlüssel betrifft, red weiter. Wow. Wird eine lange Folge. Ja, jedes Portal kann nur mit einem ganz bestimmten Schlüssel geöffnet werden, wenn für Portale eine begrenzte Fläche in Frage kommen. Stört mich, dass es so viel gehen muss, tut mir leid. Während für Portale eine begrenzte Fläche in Frage kommen, gestalten sich die Sache mit den Schlüsseln etwas schwieriger. Ein Schlüssel kann alles sein, eine Melodie, die man in der Nähe eines Portals für sich hinsummt, ein Freudentanz, den man ausführt, oder die Stimmung, in der man sich befindet, ein Stück des Reiseziels, das man in der Hand hält, und so weiter. Als ich jung war, habe ich einmal ein Mädchen davon überzeugt, dass es ein Tor nach Arkadien öffnen kann, wenn es neben ihnen einen Mann küsst. Und ich hatte recht. Wir sind oft nach Arkadien gereist. Es gibt bestimmt noch viele Portale zu entdecken.
Manchmal muss man nur die Leute fragen, um den passenden Schlüssel zu bekommen. Am schwierigsten ist es, das Dunkle eines Portals zu finden. Aber ich warne dich, jemand wie du sollte sich weder seiner Zeit damit vertreiben, sollte sich weder seine Zeit damit vertreiben, von Portal zu Portal zu ziehen, noch im Dunkeln von Sigil zu wandern. Verlasse nie die geschäftigen Straßen. Erkunde die Stadt nur, wenn es hell ist. Und sei stets auf der Hut. Ist die Stadt angelegt? Erzähl mir, dass du unterstützt im Portal. Das hatte ich schon. Gut. Wow. Richtig viel Information von App Knarkni. Ich glaube, in der nächsten Folge rede ich mit Dakan. Dakan. Ich bin Dakan. Oder mit Elias. Ich stelle mich zu Dakan, damit ich weiß, dass ich als nächstes mit Dakan reden werde. Aber ich werde jetzt erstmal speichern, denn wir haben sehr viele Informationen bekommen. Gut, ich mache noch einen Sicherheitssafe. Ich darf nicht vergessen, sobald ich rauskomme, werde ich überfallen. Gut, dann würde ich sagen, das war. Moment. Ja, nochmal meinetwegen. Dann würde ich sagen, das war Planescape Torment. Richtig viel erfahren von App Knarkni. Das Spiel ist gigantisch und es macht so viel Spaß. Es ist so gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Fertig.